Der letzte Tag, let's go. 25. Februar, 9.47 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Das ist das Angeklagtenzimmer, richtig? Aber ohne Angeklagte. Ich habe den ganzen Morgen versucht, Lena zu erreichen. Wo steckt sie nur? Und wo ist eigentlich Emma? Es sieht so aus, als ob... Es ist irgendetwas vorgefallen. Edgeworth. Wie ich Sie kenne, haben Sie es bereits herausgefunden. Sie wissen, zu wem die Ausweisnummer 777777 gehört. Nun, ich habe eine starke Vermutung. Es sieht so aus, als sei ich nicht der Einzige, der es herausgefunden hat. Der einzige Grund, weshalb der Prozess gestern nicht mit einem Urteil endete, ist, dass es noch Zweifel bezüglich des Ausweisverzeichnisses geben könnte. Gehört diese Nummer zu der Person, die Sie vermuten, wird es keinen Zweifel mehr geben. Schließlich wurde gegen ihn keine öffentliche Klage erhoben. Das ist wahr. Noch nicht. Sobald alle Zweifel aus dem Weg geräumt sind, kann ich das Urteil über die Angeklagte fordern. Nur 5 Minuten nach Verhandlungsbeginn wurde Lena schuldig gesprochen. Aber sie hat es nicht getan. Ich dachte mir schon, dass sie das sagen würden. Deshalb bin ich hierher gekommen, um zu hören, was sie zu sagen haben. Das ist das erste Mal, dass er sowas tut. So etwas tut. Lena versteckt sich irgendwo und der einzige Weg, die Wahrheit zu erfahren, ist, sie zum Reden zu bringen. Die Wahrheit? Es hängt alles mit dem Fall SL9 zusammen. Seien Sie doch nicht dumm. Heute ist der letzte Prozesstag. Sie haben keine Zeit, in der Vergangenheit zu schwelgen. Das hängt ganz von Ihnen ab. Wird sie schuldig gesprochen, können Sie nie herausfinden, was wirklich geschehen ist. Ich werde darüber nachdenken. Wir sehen uns vor Gericht, Wright. Jetzt geht's los. Oh mein Gott, der letzte Tag. Jetzt oder nie. Ich muss herausfinden, was Gant gegen sie in der Hand hat. Ich bin auch gespannt. 25. Februar, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Das Gericht verhandelt nun den Fall Lena Sky. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Normalerweise hält die Anklage an dieser Stelle das Eröffnungsplädoyer. Zuvor jedoch möchte der Polizeichef einen Vorschlag unterbreiten. Der Polizeichef Gant. Morgen alle zusammen, ich hoffe es geht Ihnen gut. Hey Uji, schon im Pool gewesen? Nein, im Augenblick ertrinke ich fast in Arbeit. Hoch, das war gut, glaub nicht, dass ich das überbieten kann. Polizeichef, ich würde Sie gerne fragen, was genau Ihr Vorschlag ist. Lena, also die Angeklagte, hat mich gefragt, ob sie sofort zum Gericht sprechen könne. Sie möchte was? Nachdem ich nun weiß, was sie sagen möchte, sollte ihrem Antrag stattgegeben werden. Letztlich wird es allen viel Zeit und Mühen ersparen. Oh Gott, was will sie sagen? Was soll das Ganze, Angeklagte? Ich möchte nur einen einfachen Antrag stellen und dann bin ich fertig. Nun denn, wie lautet Ihr Antrag? Euer Ehren, ich möchte, dass Sie dem Verfahren ein sofortiges Ende bereiten. Hä? Ich befinde mich in allen Anklagepunkten für schuldig. Am 21. Februar dieses Jahres ermordete ich Inspektor Bruce Goodman. In der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft. Nein, Lena! Alter, das fängt direkt schnell an. Einspruch. Das dürfen Sie nicht tun. Euer Ehren, die Behauptung der Angeklagten erinnert nichts am Einspruch der Verteidigung. In diesem Fall, Herr Wright, benötige ich Ihre Dienste nicht länger. Aber Lena! Euer Ehren, hiermit verwirke ich mein Recht auf einen Anwalt. Die Anklage verfügt unter Umständen nicht über direkte Beweise gegen mich. Aber durch Zeugenaussagen und Indizienbeweisen wurde der Fall ausreichend belegt. Ich bitte Sie darum, Ihr Urteil jetzt zu fällen. Bloß nicht. Nun, die Anklagte hat auf jeden Fall das Recht, sich selbst zu vertreten. Ihr Antrag ist rechtlich gültig, obwohl dies eine beispiellose Situation ist.
In der Tat gibt es anscheinend keinen weiteren Grund, diesen Prozess fortzusetzen, auch wenn Herr Wright anderer Meinung ist. Das darf nicht wahr sein. Die Zeit für das Urteil ist nun gekommen. Das Gericht befindet die Angeklagte für Einspruch. Let's go, Edgeworth. Let's fucking go. Junge, der grätscht direkt rein. Einen Moment, euer Ehren. Herr Edgeworth, die Anklage hat die Schuld der Angeklagten noch nicht zweifelsohne bewiesen. Ein Urteilsspruch wäre jetzt noch verfrüht. Kommen Sie, Worthy. Ich verstehe, dass es für Sie schwierig ist. Aber seien Sie doch einfach ein guter Junge und halten Sie den Mund, hm? Hm. Ihr Ton gefällt mir nicht, Polizeichef Gant. Wie bitte? Ein weiteres Lügenmärchen, um die Fehler aus Ihrer Vergangenheit zu vertuschen? Tut mir leid, aber ich bin nicht mehr der naive kleine Junge von früher. Hi Minako, ja Mann, Edgy geht gerade ab. Dieses plötzliche Geständnis der Angeklagten zeigt, dass irgendeine geheime Abmachung getroffen wurde. Irgendeine Abmachung, hm? Nicht alle arbeiten so wie Sie, Worthy. Hm, das dachte ich mir. Euer Ehren, die Anklage würde gerne jemand anderen als ersten Zeugen aufrufen. Oh, und wen? Die Anklage würde als ersten Zeugen gerne... Emma? Frau Emma Sky aufrufen, wusste ich doch. Ich beantrage, dass ihre Aussage vor Gericht gehört wird. Moment mal. Herr Edgeworth, ich übe mein Recht auf Selbstvertretung aus. Ich denke, wir müssen nicht fortfahren. Es ist mir egal, was ich denke, Frau Sky. Oh mein Gott, Edgeworth, Alter, der Edgy. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, endet das manchmal in einer Tragödie. Wie dem auch sei, egal wie tragisch die Wahrheit sein mag, wäre es noch tragischer, sich von ihr abzuwenden. Nun schön, das Gericht wird dem Antrag der Anklage stattgeben. Ist das auch in Ihrem Sinne, Polizeichef Gant? Worthy, das werden Sie bereuen, glauben Sie mir. Frau Emma Sky, treten Sie bitte in den Zeugenstand. Ehrenmann. Es sieht so aus, als wolle Edgeworth den Stier bei den Hörnern packen. Ja, Mann. Gut, Zeugin. Nenne bitte deinen Namen und Beruf. Mama, mein Name ist Emma. Emma Sky. Mein Beruf? Ich bin Lanas jüngere Schwester und werde wissenschaftliche Ermittlerin. Vor 2 Jahren bist du dem Serienmörder Joe Dark von den Darkmorden begegnet. Stimmt das? Ja. Ich versuche alles, um es zu vergessen, aber... Es tut mir leid. Aber ich glaube, ich muss dich bitten, dich noch einmal an diese Ereignisse zu erinnern. Herr Edgeworth, bitte, im Prozess geht es um den Mord an Inspektor Goodman. Ist ein schon gelöster Fall von vor 2 Jahren wirklich relevant? Ja, ohne Zweifel. Gut, okay. Er gab sehr schnell nach. Bitte. Sage jetzt darüber aus, was vor 2 Jahren geschah. Die Reise in die Vergangenheit fängt endlich an. Sie wird uns zur Wahrheit hinter diesem Prozess bringen. Okay, los geht's. Vor 2 Jahren. Wir schaffen das. An jedem Tag wartete ich im Büro meiner Schwester. Ein Mann kam hier hereingerannt und nahm mich als Geisel. Neil Marshall rettete mich. Aber ich werde nie vergessen, was ich in jedem Augenblick sah. Der Mann hob sein Messer und stach Herr Marshall in die Brust. Ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Ich wurde ohnmächtig. Ich erinnere mich nicht an viel. Das ist verständlich, aber... Bitte sagen Sie mir, Herr Edgeworth, was hat diese Aussage mit dem Mord an Inspektor Goodman zu tun? Das werden wir gleich sehen, euer Ehren. Ich bewundere ihn für seinen Mut, denn er hat ja keinerlei Beweise. Nun gut, die Verteidigung möge mit dem Kreuzverhör beginnen. Let's go. Let's fucking go. Okay, ich würde, glaube ich, erstmal alles anfechten oder angreifen. Puh. An dem Tag wartete ich im Büro meiner Schwester. Vor 2 Jahren war die Angeklagte eine Inspektorin bei der Polizei, richtig? Ja, sie kam in der Hierarchie direkt hinter Polizeichef Gant an zweiter Stelle. Meine Schwester.
Sie war die beste Inspektorin der Welt. Ja, ich erinnere mich. Oberinspektor Gant und Frau Sky waren wirklich ein gutes Paar. Ich glaube, sie hatten sogar ein gemeinsames Büro. Das stimmt. Ich saß immer am Schreibtisch meiner Schwester. Aber wie einfach konnte der abhauen? Und träumte davon, auf dieser Orgel zu spielen. Auch an jenem Tag... an jenem Tag wollte ich auf ihr spielen. Das Polizeirevier und die Staatsanwaltschaft feierten an dem Tag ein Fest. Lena hat mir versprochen, nach der Arbeit mit mir zu essen zu gehen. Okay. Ein Mann kam hereingerannt und nahm mich als Geisel. Und dieser Mann war Joe Dark. Ein Mann? Ja, Joe Dark. Er war ein Serienmörder. Joe Dark wurde an jenem Tag zum Verhör reingebracht. Wir mussten dringend etwas finden, um ihn festnehmen zu können. Als sich die Gelegenheit ergab, flüchtete er aus dem Zimmer, nicht wahr? Nach seiner Flucht aus dem Zimmer nahm er den Fahrstuhl. Er muss in Panik geraten sein, denn der Fahrstuhl fuhr nach oben. Dann rannte er in das Büro von Sky und Gant. Draußen war großer Lärm, also öffnete ich die Tür, um nachzusehen. Da sah ich ihn. Neil Marshall rettete mich. Wieso kam er angesprintet? Was hatte der Staatsanwalt dort zu suchen? An dem Tag waren zwei Leute bei Darks Verhör dabei. Inspektor Damon Gant und Staatsanwalt Neil Marshall. Gant war auch da. Neil Marshall war gerade zum König der Staatsanwälte gekürt worden. Jung und voller Eifer ging er nach der Zeremonie direkt zum Verhörzimmer. Ich nehme an, deshalb war er der Erste, der hinter Dark herrannte. Als Dark mich packte, dachte ich, ich sei so gut wie tot. Und in diesem Moment kam Staatsanwalt Marshall herein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was dann passierte. Aber ich werde nie vergessen, was ich im Augenblick sah. Was sahst du? Kannst du uns davon erzählen? Herr Marshall stürzte sich auf Dark. Genau in dem Augenblick ging das Licht aus. Das Licht? Es war genau zu dieser Jahreszeit. Es gab ein schreckliches Unwetter und ein Blitz schlug in der Nähe ein. Also gab es einen Stromausfall? Warte, wenn es im Raum stockdunkel war, hättest du ihn doch nicht sehen können, oder? Stimmt, aber dann gab es draußen wieder einen Blitz. Dieser Blitz hinterließ ein Bild in meinem Kopf, das ich nie vergessen werde. Ich verstehe. Ich erzählte dem Inspektor, was ich gesehen hatte. Dem Inspektor? Ja, Inspektor Goodman. Er war für den Fall verantwortlich. Meine Vermutung ist, wenn Gant ihn getötet haben sollte, war er vielleicht eifersüchtig auf Goodman, weil, wenn Goodman der Verantwortliche für diesen Fall war, hätte es sein können, dass er kurz davor war, den abzuschließen und den ganzen Ruhm zu bekommen. Das ist meine Vermutung. Er war für den Fall verantwortlich und das wollte er verhindern. Inspektor Bruce Goodman, das Opfer. Weiter zuhören. Du hast also mit Inspektor Goodman darüber gesprochen, vor 2 Jahren? Ja, das ist, was diesen Prozess so unheimlich macht. Und du hast Inspektor Goodman erzählt, was du gesehen hast? Ja, aber damals konnte ich einfach nicht darüber reden. Deshalb hatte ich das Bild gemalt. Ein Bild? Ja, ich glaube, sie hat es schon mal erwähnt. Nun, Herr Wright, haben Sie genug gehört? Fragen zum Bild stellen. Das Bild, das die Zeugin malte. Wir haben doch das Bild auf dem... Wir haben das doch Bild. Das ist doch ein Beweisstück, was... hier, der Splasher. Ich habe den Namen vergessen. Gant im Beweistresor hatte. Hat meiner Meinung nach eine sehr große Bedeutung. Aber auf der Beweisliste, die ich vor 2 Jahren erhielt, war kein Bild angegeben. Zeugin, dürfen wir diese Erklärung deiner Aussage hinzufügen? Ja, euer Ehren. Ich habe diese Szene einmal gemalt, aber sie ist anscheinend verloren gegangen. Nein, die ist nicht verloren gegangen. Wir haben sie. Wir haben sie. Du hast ein Bild von der Szene gemalt, die du beobachtet hast, ist das richtig? Ja, ich wollte alles tun, um die Ermittlungen zu unterstützen. Ich sehe es heute noch, immer wenn ich meine Augen schließe. Das ist komisch. Ich habe den Fall nach dem Tod von Staatsanwalt Marshall übernommen. Aber ich habe bis heute kein Bild erhalten. Irrt sich die Zeugen vielleicht? Aber ich habe es gemalt, ich schwör's. Ich habe es nicht geträumt. Das Bild, das Emma malte, macht mich nachdenklich. Ich denke, ich sollte die Beweise nochmal überprüfen. Nun gut, machen wir weiter. Diese Szene hat ein Bild in deinem Kopf hinterlassen. Kannst du es uns bitte beschreiben? Der Mann...
Der hob sein Messer und stach Herr Marsch in die Brust. Ich zeig das gleich erstmal. Huhuhuhu. Das muss ein schrecklicher Schock gewesen sein. Auch jetzt noch, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich es klar und deutlich. Sag uns, was genau hast du in dem Augenblick getan? Ich glaube, du hast gesagt, dass dich Joe Dark als Geisel nahm. Als der Blitz einschlug und das Licht ausging, schützte sich Herr Marshall auf Dark. Ich wurde zur Seite geschleudert und die beiden fingen an zu kämpfen. Ich habe sie ganz sicher beobachtet. Emma hat keinen Grund zu lügen. Dafür aber Lena. Ich muss Emma dazu bringen, mir so viel wie möglich darüber zu erzählen. So, warte kurz. Direkt erstmal das Bild auspacken. Was ist das hier? Ja. Einspruch, wir haben das Bild natürlich. Herr Edgeworth. Dieses kleine Mädchen malte das Bild aus vollem Herzen. Und Sie wollen noch immer seine Existenz leugnen? Hey! Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Ich sagte nur, dass mir als Staatsanwalt des Falls kein solches Bild gegeben wurde. Das mag wohl sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht existiert. Sehen Sie, ist das die Beweisliste des Falls SL9? Bitte drehen Sie das Blatt um, euer Ehren. Es umdrehen? Es umdrehen. Was ist das denn? Ich liebe es. Da ist das Bild. Ja, was ist das? Hey, das ist mein Bild. Tja, es wurde da gefuscht. Tatsächlich, man sieht hier zwei Männer, die miteinander kämpfen. Männer würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, die Statur deutet darauf hin. Einspruch. Was hat das zu bedeuten? Woher haben Sie diese Liste? Ich? Nur der zuständige Staatsanwalt sollte Zugang zu dieser Liste haben. Hä? Diese Listen, sie unterscheiden sich voneinander. Was? Es sieht so aus, Herr Edgeworth, als ob die Liste, die Sie vor 2 Jahren erhalten haben, unvollständig war. Diese zwei Listen ergeben zusammen eine. Hier kann man sehen, wo sie auseinandergerissen wurden. Sehen Sie, Herr Edgeworth? Es ist doch offensichtlich, was passiert ist. Vor 2 Jahren bekamen sie nur die Hälfte der Beweise. Was? Was? Ruhe! Wer hätte gedacht, dass das Bild auf der Rückseite der Liste gemalt wurde? Das wurde Inspektor Goodman im Verhörraum überreicht. Einen Moment. Wenn die Liste in 2 Teile zerrissen wurde, heißt das? Euer Ehren? Geht es Ihnen gut, Herr Wright? Ihre Augen treten so hervor. Wenn die Beweisliste in 2 Teile zerrissen wurde, dann ist der Rest des Bildes vielleicht auf der Rückseite von Herr Edgeworths Liste. Hä? Ja, das ist durchaus möglich. Herr Edgeworth? Es ist möglich. Lassen Sie mich nachsehen. Stimmt etwas nicht? Musst du wirklich fragen? Tut mir leid, euer Ehren. Da ist etwas gemalt auf der Rückseite meiner Liste. Das ist das Ding. Was? Hä? What the fuck? Das ist ja der Blue Badger. Das ist das Ding. Das Ding, das im Beweisraum getanzt hat. Offensichtlich hat es der Leiter der Kriminalabteilung für seinen Entwurf benutzt. Lol. Wahrscheinlich hatte er kein Schmierpapier mehr. Beweisliste an der Hälfte in Gans Schreibtisch gefunden. Die Beweisliste wurde aktualisiert. Nun gut, Zeugen. Könntest du bitte etwas über das Bild sagen, das du vor 2 Jahren gemalt hast? Oh, ja, euer Ehren. Was ist nur mit Emma? Das Bild hat sie nachdenklich gestimmt. Emmas Bild. Zeugenaussage. Erstmal trinken, Alter. Holy shit.
Das ist das Bild, das ich vor 2 Jahren gemalt hatte, habe. Der Blitz war so grell, dass ich nur Schemen sah. Danach musste ich ohnmächtig geworden sein. Dieses Bild zeigt genau, was ich in jedem Augenblick sah. Wenn man bedenkt, dass ein Blitz ein solches Bild in deine Erinnerung einbrannte, nur deshalb war es ihr möglich, uns zu zeigen, was sie sah. Nun, ich sehe hier keine Widersprüche. Es zeigt, wie Jodak versucht, Neil Marshall umzubringen. Die Verteidigung möge mit dem Kreuzverhör beginnen. Okay. Kreuzverhör, Emmas Bild. Das ist das Bild, das ich vor 2 Jahren gemalt habe. Der Blitz war so grell, dass ich nur Schemen sah. Warte, wir greifen einfach alles an. Hast du dieses Bild direkt nach dem Vorfall gemalt? Ich glaube, ich malte es 2 oder 3 Tage später. Zuerst stand ich so unter Schock, dass ich zu nichts fähig war. Während dieser Zeit wurde ein Team aus Inspektoren zusammengestellt. Inspektor Goodman war verantwortlich. Unter der Leitung von Damon Gant und Lena Skye. 2 oder 3 Tage später. Die Erinnerung müsste immer noch frisch gewesen sein. Entschuldige bitte, Zeugin. Aber könntest du uns sagen, warum das Bild ganz im Schwarz gemalt ist? Naja, ne, wenn das alles dunkel, also wenn es Schatten sind, wenn der Blitz eintrifft. Wenn es so grell ist, wird da alles dunkler, was das Licht verdeckt. Der Blitz war so grell, dass ich nur Schemen sah. Ja, genau, das meinte ich ja. Damals wusstest du nicht einmal, dass es Herr Marshall war, der dich befreite? Nein, ich konnte ihn nicht genau sehen. Der Blitz war so grell und ich wurde zu Boden gestoßen. Du wurdest zu Boden gestoßen? Dark hat mich festgepackt, aber als sich Herr Marshall auf ihn stürzte, wurde ich weggestoßen. Ich drehte mich um und in dem Moment gab es den Blitz. Arme Emma, ich bin wirklich froh, dass sie nicht verletzt wurde. Was passierte nach dem Blitz? Danach muss ich ohnmächtig geworden sein. Du meinst, dass du den eigentlichen Mord nicht gesehen hast? Nein, es tut mir leid. Der Blitz erhellte die Dunkelheit nur für den Bruchteil einer Sekunde. Außerdem fiel die Zeugen aufgrund der traumatischen Situation in Ohnmacht. Müssen Sie das Mädchen wirklich weiter quälen? Was? Hey, ich bin hier nicht der Bösewicht. Jedenfalls dieses Bild. Dieses Bild zeigte genau, was ich an jedem Augenblick sah. Moment mal. Entschuldige, das ist die Frage, aber hast du wirklich genau das gemalt, was du sahst? Natürlich, das ist genau die Szene. Du bist durch die Gespräche mit dem Inspektor nicht irgendwie beeinflusst worden? Unterstellen Sie uns etwa, Ihre Erinnerung manipuliert zu haben, Herr Wright? Nein, nein, natürlich nicht. Ich passe besser auf, oder er wird einen Weg finden, mein Gehalt zu kürzen. Ich habe dieses Bild gemalt, bevor ich mit dem Inspektor redete. Deshalb glaube ich, konnte mich keine Geschichte beeinflussen. Herr Wright, stört Sie etwas an diesem Bild? Hä? Oh nun, ja. Da ist ja... Die Waffe ist ja eigentlich stumpf. Alter, wo ist das Bild? Die Waffe sieht halt stumpf aus. Also nicht stumpf, aber sie ist halt breit. Und was ist denn mit diesem komischen Blue Badger? Oh nun. Das ist seltsam. Sie behauptet, dass es genau die Szene ist, die in ihrer Erinnerung eingebrannt ist. Und trotzdem, hier gibt es einen klaren Widerspruch. Widerspruch. Wo ist denn der Widerspruch? Sie wurde weggestoßen. Die Waffe fällt mir gerade nur auf. Die Waffe fällt mir echt nur auf. Ich guck mal kurz noch was. Haben wir noch einen Autopsiebericht?
Da. Können wir mal gucken. Was könnte einzelne Stichwunde in Herz, Lunge? Zwischen 1930, nee, Marsch männlich, starb an Blutverlust in weniger als 10 Minuten. Waffe in Wunde mit fehlender Spitze. Okay. Das könnte der Autopsiebericht sein, aber warum? Weil das sieht so aus, als ob der dem in den Hals stechen würde, von dieser Perspektive. Ich guck nochmal den Autopsiebericht an, da muss doch irgendwas sein. In den Rücken gestochen? In den Rücken gestochen, tot durch punktiertes Herz und Lunge, Messerspitze in Wunde. Aber der greift ihn frontal an. Präsentieren, wir greifen das mal an. Präsentieren. Ja, ist sogar das Richtige. Perfekt. Ich überbringe nur ungern schlechte Nachrichten. Aber das Bild, das die Zeugin malte, enthält einen gewaltigen Widerspruch. Was? Aber ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen. Herr Wright, vielleicht geht es schneller, wenn Sie uns den Widerspruch einfach zeigen. Welcher Teil dieses Bildes spricht... Upsala. Gegen... Oder? Fuck! Aber das ist schon mal die richtige Antwort. Ich dachte, weil... Die Waffe triggert mich halt. Oder warte mal. Ist die Spitze abgebrochen hier? Es könnte sein, dass die Spitze abgebrochen ist. Ja, ich weiß nicht. Fuck. Ich dachte... Aber es kann doch... Okay, es kann doch sein, dass er den in den Rücken gestochen hat. In dem Moment, in dem er einfach umgedreht hat. Aber ich glaube, die Waffe ist mir zu auffällig. Ich wähle mal die Waffe. Nimm das. Der Widerspruch liegt natürlich hier. Sehen Sie sich doch das Messer an, das der Mann hält. Wenn man... Ja, genau. Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie, dass die Spitze abgebrochen ist. Sie müssen eigentlich nicht hier genau hinsehen, um das zu erkennen. Aber Herr Wright, sehen Sie sich die Beweise an. Sehen Sie die Mordwaffe, deren Spitze ist auch abgebrochen. Wenn ich mich recht entsinne. Wurde die abgebrochene Spitze in der Leiche des Opfers gefunden. Es war der endgültige Beweis, dass Joe Dark der Mörder war. Es tut mir leid, Emma, aber so einfach ist das nicht. Hä? Wo sehen Sie da ein Problem? Es ist eindeutig wirklich. Der Opfer erlitt eine einzige Stichwunde im Rücken. Wenn das Opfer nur eine Stichwunde erlitt, dann dürfte die Mordwaffe noch nicht zerbrochen sein. Oh! Ah! Was soll das heißen? Vielleicht war das Messer vorher schon kaputt. Nee, die Spitze wurde im Körper gefunden. Tut mir leid, das ist leider nicht unmöglich. Die Spitze des Messers wurde in der Leiche des Opfers gefunden. Wenn es vorher schon zerbrochen gewesen wäre, hätte die Spitze dort nicht gefunden werden können. Das stimmt. Aber was bedeutet das? Die Spitze des Messers wurde unbestreitbar in der Leiche des Opfers gefunden. Die einzig mögliche Erklärung wäre, dass sich die Zeugen falsch erinnert. Deshalb habe ich sie so oft gefragt, ob sie sich wirklich richtig erinnert hat. Ich glaube, sie waren darüber verärgert, aber sie war sich sicher, sich richtig zu erinnern. Aber es gibt keine andere Erklärung für diese Ungereimtheit. Doch, jemand anderes war der Mörder. Nicht so schnell, Herr Edgeworth. Es gibt eine andere Erklärung. Haben Sie es schon vergessen? Das kleine Etwas auch gefälschte Beweise genannt? Sie bewegen sich auf dünnem Eis, Herr Wright. Ich sage nur, dass dieses zerbrochene Messer der gefälschte Beweis gewesen sein kann. Sie können das nicht bestreiten. Nein.
Ruhe, Ruhe, Ruhe! Behaupten Sie etwa, dass die Ermittlungen sabotiert wurden? Euer Ehren, lassen Sie mich bitte nochmals die Ereignisse durchgehen, die am Tag des Mordes stattfanden. Jetzt wird's spannend. Das Polizeirevier und die Staatsanwaltschaft feierten an jenem Tag ein Fest. Nachdem er dabei zum König der Staatsanwälte gekürt wurde, verhörten Neil Marshall und Damon Gant gemeinsam Joe Dark. Während des Verhörs floh Joe Dark aus dem Raum. Staatsanwalt Marshall setzte ihm nach und wurde von Dark umgebracht. Ich glaube, dass sich irgendwo in dieser Geschichte eine Lüge versteckt. Ich lüge nicht. Der Mann hatte wirklich ein zerbrochenes Messer. Wenn das wahr ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Es kann nicht die tatsächliche Mordwaffe gewesen sein. Es muss ein anderes zerbrochenes Messer geben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei zerbrochene Messer gab? Ein anderes zerbrochenes Messer außerdem von Joe Dark. Gab es wirklich eins? Gab es eins? Es gibt einen anderen, würde ich jetzt drücken. Ich würde eigentlich sagen, es gibt eins. Ja. Oh, warte mal, wo ist das Foto? Haben wir das Foto noch? Ich schwöre dir. Haben wir die Spitze? Haben wir irgendwo die Spitze, die wir sehen können? Es wurde mit dem Speer gemacht. Ich wusste es. Der Speer war es. Es gibt einen anderen. Wenn die Zeugin felsenfest von dem überzeugt ist, was sie sah, lässt sich die Sache nicht einfach durch einen Beobachtungsfehler erklären. Herr Wright. In jenem Augenblick sah er mal wirklich ein zerbrochenes Messer. Ich nehme mal also an, dass sie Informationen über dieses andere zerbrochene Messer haben. Wenn dem so ist, dann klären sie uns bitte auf. Die Mordwaffe war schon vor dem Mord zerbrochen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sehen Sie her. Hier, das ist die tatsächliche Mordwaffe. Hundertprozentig der Speer, ich schwöre dir. Das muss der Speer sein. Let's go, YOLO. Nimm das. Die Antwort liegt in der Vergangenheit. 2 Jahre in der Vergangenheit. Genau hier auf dem Foto. Das ist das Foto von der Verleihung. Ah! Was ist los, Herr Edgeworth? Das ist die zerbrochene Mordwaffe. Sehen Sie die Trophäe, die Staatsanwalt Marshall hält? Oh, never mind. Okay, nicht der Speer, sondern das. Okay, ich habe was falsch gesagt. Das ist ein zerbrochenes Messer. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre echt der Speer gewesen. Wie wir bereits annahmen, war das Messer auf dem Bild nicht das von Joe Dark. Wenn das dem so ist, war das Messer, das die Zeugen sah, aller Wahrscheinlichkeit nach die Trophäe. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Neil Marshall bekam an jenem Tag die Trophäe König der Staatsanwälte verliehen. Dabei handelte es sich um einen zerbrochenen Schild und ein zerbrochenes Messer. Als er Joe Dark verfolgte, zog er dieses Messer. Als Staatsanwalt trug er keine Pistole. Das zerbrochene Messer war in der Situation seine einzige Waffe. Aber das kann nicht sein. Oh, und warum nicht, Herr Edgeworth? Wenn die Trophäe König der Staatsanwälte dieses Messer die Mordwaffe war, dann wären Mörder und Opfer vertauscht worden gewesen. Was meinen Sie damit? Ich meine, dieser Mann, der das Messer hochhielt, wäre dann Staatsanwalt Neil Marshall gewesen. Oh. Oh! Aber es war der Staatsanwalt, der starb. Das war... Was geht hier vor? Anscheinend war Herr Wright zu voreilig mit seinen Schlussfolgerungen. Moment mal. Warten Sie. Ich erinnere mich jetzt. Zeugin? Herr Edgeworth. Was ist? Können Sie mir bitte nochmal Ihren Beweisliste zeigen? Seine Liste? Die mit dem Bild auf der Rückseite? Ja, was ist das?
Ich kannte es. Dieses Bild. Ich habe es gemalt. Was? Du hast das gemalt? Das ist richtig. Die Liste war noch nicht in zwei Teile zerrissen, als ich das Bild malte. Die ganze Zeit über habe ich versucht, alles zu vergessen. Ich muss diesen Teil tief in mir begraben haben. Vielleicht wäre es am besten, das Ganze der Zeugenaussage hinzuzufügen. Würdest du uns bitte erzählen, woran du dich erinnerst, Frau Sky? Ja, euer Ehren. Zuerst die Verwechslung mit dem Messer und jetzt der Blue Badger? Das wird interessant. Irmas Erinnerung. Als ich sah, wie der Mann sein Messer hob, geriet ich in Panik und rannte auf beide Männer zu. Oh shit. Ich glaube, ich schubste den Mann mit dem Messer weg. Dann gab es einen weiteren Blitz und ich sah den Blue Badger. Er war nicht im Raum, aber ich bin mir sicher, dass ich seinen Umriss sah. What? What? Das ist wirklich höchst ungewöhnlich. Wohl eher unmöglich. Der Leiter der Kriminalabteilung hat ihn erst dieses Jahr entworfen. Das bedeutet, es gab ihn vor 2 Jahren gar nicht. Ja gut, die Verteidigung möge, oh lol. Stopp, bitte! Hören Sie auf! Oh lol, sie gerät in Panik, what the fuck? Lena! Oh shit! Wenn sie auf die Leute zugerannt ist und Lena gerade in Panik gerät, heißt es, dass die Verdächtige gerade Emma ist? Oh Gott. Lena! Was soll das bedeuten? Bleiben Sie bitte auf der Anklagebank sitzen. Aber das können Sie nicht tun. Ich habe das Verbrechen doch schon gestanden. Warum belassen Sie es nicht einfach dabei? Generalstaatsanwältin Sky. Wir sind schon so weit gegangen. Es ist zu spät umzukehren. Ruhe. Die Verteidigung beginnt jetzt mit dem Kreuzverhör. Oh Gott, ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Gerichtsdiener, bitte halten Sie die Angeklagte fest. Anscheinend kommen wir endlich zum Kern der Sache. Uff. Warum rannte sie auf sie zu? Das wird jetzt schwer. Als ich sah, wie der Mann sein Messer... Warte mal kurz. Wir haben ja... Ich guck mal, wenn die neuen Beweise an. Wir haben ja noch diesen Topf. Okay, ich hatte gehofft, dass er aussieht wie der Blue Badger, aber nicht mal im Ansatz sieht der aus wie der Blue Badger. Oder? Nee. Nee, schwer. Oder? Kann ich es drehen? Mein Gott, das ist der Blue Badger. Sie hat den Topf gesehen. Deswegen sind auch Blutspuren drauf. Okay. Ich weiß schon, was ich angreifen werde. Oder präsentieren werde. Wo ist der Blue Badger? Sie hat, glaube ich, den Blue Badger gesehen. Puh, okay. Moment mal. Meintest du mit dem Mann Joe Dark? Ja, zumindest glaube ich, dass er es war. Du glaubst es? Ich sah nur einen Schatten. Der Schurmausfall, der unmittelbar vor dem Vorfall stattfand, steht auch in den Berichten der Staatsanwaltschaft. Also dann. Gerät ich in Panik und rannte auf beide Männer zu. Was hast du gemacht? Das will ich gerne wissen. Warum sollst du so etwas Gefährliches tun? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Er wollte hier Herr Marshall erstechen. Sie ist überzeugt davon, dass Dark das Messer hatte. Der Theorie zufolge, die wir gerade durchgespielt haben, war es Herr Marshall, der das Messer hielt. Nur in jedem Augenblick wusste ich das nicht. Als dieser Dark mich zu Boden warf, hatte ich nur den einen Gedanken, ich muss Herr Marshall helfen. Okay, ich glaube, ich schubse den Mann mit dem Messer weg. Okay. Was meinst du damit, du glaubst es? Es passiert alles zu schnell und ich stand unter Schock. Ich kann mich nicht mehr so genau an alles erinnern. Was ich tat, es ist alles so verschwommen. Innerhalb weniger Sekunden wurde Frau Sky fast ermordet. Dann beobachtete sie, wie ein Mord begangen wurde. Ein wenig Verwirrung ist da eigentlich nur natürlich.
Ich sah, wie der Mann jemand anderen erstechen wollte, den ich für Herr Marshall hielt. Ich wusste, ich musste den Mann mit dem Messer aufhalten. Was hast du getan? Was du getan hast, war sehr mutig, junge Frau. Und was geschah danach? Dann gab es einen weiteren Blitz und ich sah den Blue Badger. Da frage ich mit dem Topf gleich nach. Bist du dir sicher? Natürlich. Sehen Sie? Ich malte hier sogar ein Bild von ihm. Aber der Leiter der Kriminalabteilung dachte sich, dieses scheußliche Untier aus. Und das war erst dieses Jahr. Den Blue Badger gab es vor 2 Jahren noch nicht. Das ist alles nachweisbar. Es klingt komisch, aber ich war ebenfalls überrascht, als ich ihn bei der Polizei sah. Ich hatte dieses nagende Gefühl, ihn schon mal irgendwo gesehen zu haben. Jetzt erinnere ich mich endlich. Oh, Junge. Immer wenn man glaubt, dass es schon genug Aufregung gibt. Sag uns, von wo im Raum hast du ihn tanzen gesehen? Er war nicht im Raum, aber ich bin mir sicher, dass ich seine seine Schatten? Du meinst, du hast sein Gesicht mit dem freundlichen Lächeln und so nicht gesehen? Das stimmt, aber ich erinnere mich noch daran. Er hatte 3 gruselige Hörner. Das ergibt keinen Sinn. Das Ding hat es unmöglich vor 2 Jahren schon geben können. Die Zeugen muss sich irren. Das könnte schon sein. Aber wichtiger ist, warum sie dachte, dass sie sah, was sie sah. Oh, und ich nehme an, sie haben eine Erklärung? Wenn dem so ist, bitte ich sie, uns zu sagen, was dieser Umriss wirklich war. Was hat Emma nur gesehen, als es den Blitz gab? Wer ist dieser Blue Badger wirklich? Vielleicht weiß ich es. Der Blue Badger existierte noch nicht mal in Gedanken, als Emma das malte. Trotzdem ist sie sich sicher, dass sie den Umriss sah. Sehr geehrte Damen und Herren, die Verteidigung glaubt, dass es an jenem schicksalhaften Tag vor 2 Jahren wirklich etwas gab, das dem Blue Badger ähnlich sah. Etwas, das sich hier in diesem Raum befindet. Herr Wright! In diesem Raum? Nun gut, Herr Wright. Was war es, das die Zeugin in jenem Augenblick gesehen hat? Zeigen Sie uns bitte das mysteriöse Etwas, das mit dem Blue Badger ähnlich sieht. Der Topf. Oder die Vase. Präsentieren. Der mysteriöse Blue Badger war in Wirklichkeit das hier. Aber das... was ist das eigentlich? Ich glaube, es ist eine Art Vase. Aber Herr Wright, das sieht doch überhaupt nicht wie der Blue Badger aus. Du hast tatsächlich recht. So wie sie jetzt dasteht, ist es nur eine Vase. Aber was ist, wenn wir unseren Blickwinkel ändern? Unseren Blickwinkel? Ich muss Ihnen den richtigen Blickwinkel zeigen. Okay. So, ich glaube, der 3 Hörner hat. Oh, fuck. Nein. So, cool. Nee, warte, fuck. Warte, was? Okay, nee, Anders. Das könnte ungefähr sein. Präsentieren? Oder? Warte, ich mach mal ein bisschen runter. Upsa. Ich wollte eigentlich E drücken. Das ist nicht richtig. Irgendwas musst du mit dem Blue Badger ähnlicher sehen. Fuck! Ich möchte die Verteidigung erinnern, dass alles vom Bild der Zeugen abhängt. Wenn Herr Wright den gemeinten Umriss nicht finden kann, ist die Behauptung unhaltbar. Ich muss nur den richtigen Winkel finden. Vielleicht sollte ich sie vertikal etwas mehr drehen oder horizontal. Kommen Sie, Herr Wright. Sie schaffen das. Ich muss Ihnen den richtigen Blickwinkel zeigen. Fuck. Fuck. Ich hätte schwören können, dass das geht. Nee, das ist zu groß dann. Warte mal, wenn ich das so drehe. Das kommt eher hin, ne? Präsentieren? Ja, gut. Perfekt. Nun, ist das nicht ein Wunder? Keiner kann die Ähnlichkeit der Vase mit dem Blue Badger bestreiten. Heißt, die Vase ist umgefallen in dem Moment. Nein!
Das ist nicht möglich. Ruhe, Ruhe! Die Verteidigung hat ihre Behauptung bewiesen. Der ominöse Blue Badger, der am Montag gesehen wurde, war in Wahrheit das hier. Obwohl uns Herr Wrights Schauspielleistung Freude machte, bleibt eine Frage. Was wollen Sie erreichen? Was meinen Sie damit? Also, das Blue Badger Ding war nur eine Vase. Das ändert überhaupt nichts. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie sich irren, Herr Edgeworth. Sehen Sie? Das ändert alles. Tatsächlich, na schön. Bitte sagen Sie uns, was hat sich jetzt geändert, da die Zeugin die Vase gesehen hat? Der Tatort, der Mörder, die Mordwaffe. Oh, Tatort wissen wir schon. Der Mörder, glaube ich. Ich wäre eigentlich für den Mörder. Oder der Oder Moment mal, der Tatort? Der Tatort war da aber sowieso schon im Büro. Oder Moment mal. Moment mal. Ich glaube, ich realisiere gerade, was passiert. Wenn. Mir fällt gerade ein. Wenn Joe Dark K.O. geschlagen wurde. Irgendwie. Keine Ahnung. Oder bewusstlos war. Ich vermute, dass der Schatten nicht Joe Dark war. Haben wir noch das Bild? Ich vermute, Neil Marshall ist derjenige, der auf den Knien gerade sitzt. Und der Mörder wahrscheinlich hier Gant war. Weil Neil Marshall hat noch etwas überlebt. Heißt, in der Zeit hätte entweder ist irgendwas mit Joe Dark passiert. Oder der hätte Emma töten können danach. Der Tatort. Der Tatort ist aber wahrscheinlich das Büro vom Gant. Ich mach mal Tatort. Let's go. Erlauben Sie mir, eines nach dem anderen zu beantworten. Während des Mords sah die Zeugin diese Vase. Die war in Joe Gants Büro. Nicht nur das, sie sah sie aus einem bestimmten Winkel. Also, von wo aus hätte sie die Vase also sehen können? Von wo aus? Man sieht auf dem Foto vom Mordtag, wo sich die Vase befand. Auf einem Regal im Büro von Damon Gant. Aber die Leiche wurde auf dem Boden bei Lenas Schreibtisch gefunden. Oh, das meinen die mit Ort. Okay. Die Zeugin hat es selbst gesagt. Ja, und diese beiden Tatsachen verraten uns, was wirklich passierte. Sehen Sie. Der Kampf zwischen Dark und Marshall fand nicht im Büro von Lena Sky statt. Er passierte an der anderen Hälfte des Raums im Büro von Polizeichef Gant. Wollen Sie damit sagen, der Mörder brachte die Leiche des Opfers woanders hin? Von Damon Gants Büro in Lena Skys Büro? Ja. Warum sollte er das tun? Es gibt keinen Grund dafür. Genau. Wenn es keinen Grund gab, hätte er sich nicht die Mühe gemacht. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es einen Grund gegeben haben muss. Kennen Sie den Grund, Herr Wright? Fuck. Ich habe es endlich verstanden. Deshalb hat Lena also versucht, den Prozess zu beenden. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Erinnern Sie sich bitte an die Zeugenaussage. Sie sagte, sie habe den Mann weggeschubst, der das Messer hochhielt. Im nächsten Augenblick wurde die Vase getroffen und flog durch die Luft. Nun, sagen Sie mir, was könnte die Vase umgeworfen haben? Das müsste der Aufprall des Mannes gewesen sein, der gegen eine Wand gesteuert wurde. Meine Damen und Herren, darf ich Ihre Aufmerksamkeit erneut auf dieses Bild lenken? Wenn der Mann in die Richtung von dem Regal mit der Vase gestoßen wurde, was hätte er dann getroffen? Die Vase? Hä? Ah! Die Rüstung! Oh,
Mit einem sehr scharfen und gefährlichen Schwert. Ja, okay. Also springt das, hat es doch jetzt eine Rolle gefunden, die Rüstung. Und da der Mann, der in diese Rüstung geschubst wurde, ein zerbrochenes Messer trug, musste es nie eine Marsche gewesen sein, der die Trophäe schwang. Nein, Herr Wright, Sie glauben doch nicht etwa... Sag mir jetzt nicht, dass Emma ihn getötet hat. Doch, es gibt eine weitere Möglichkeit, was in dem Raum wirklich geschehen sein kann. Eine weitere Möglichkeit? Natürlich hatte der Täter keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz. Oh, das wird tut. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Sag mir jetzt nicht, dass Emma Sky jetzt für schuldig besprochen wird. Herr Wright, was ist hier los? Aber was ist los? Wenn die Geschehnisse so waren, wie die Verteidigung annimmt, dann ist der Fall eindeutig. In jenem Augenblick, nehmen wir mal an, war der Mann, den Emma Sky wegstieß, Staatsanwalt Neil Marshall. Ja. Das ist jetzt scheiße. Sie meinen, Herr Marshall starb wegen mir? Nein! Und sie ist bewusstlos. Bums, wusste ich's doch. Ich hätte nie gedacht, dass ihre Aussage zu so etwas führen würde. Aber war es die Zeugin, die das Opfer tötete und das mit ihrer eigenen Zeugenaussage bewies. Das gab es noch nie. Fuck, und jetzt wird Lena ausrasten. Ja, da rastet sie aus, ich wusste es. Was? Was sagen Sie da? Deswegen hat sie Angst vor ihr, vor Gant. Es tut mir leid, Frau Sky, aber den Umständen nach. Joe Dark ermordete Staatsanwalt Marshall. Wie können Sie nur denken, dass es Emma war? Deswegen wurden die Beweise gefälscht. Deswegen, und wahrscheinlich hat Gant dann Druck auf Lena gemacht, weil sie Angst hatte, dass Emma für schuldig gesprochen werden könnte. Wie können Sie nur denken, dass es Emma war? Wie können Sie es wagen, ihr das Verbrechen anzuhängen? Oh Gott, sie wird nervös. Wir haben sie. Und so etwas aus ihrem Mund. Wenn Sie sich erinnern, Sie haben die Beweisfälschung von vor 2 Jahren gestanden. Sie brachten die Leiche von Staatsanwalt Marshall weg, damit niemand herausfand, was Emma getan hatte, nicht wahr? Herr Schuff, ich versichere Ihnen, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Wenn Sie wollen, dass Ihren in irrsinnigen Anschuldigungen Glauben geschenkt wird, müssen Sie es wohl beweisen. Sagen Sie mir, haben Sie eindeutige Beweise dafür, dass meine Schwester Neil Marshall umbrachte? Beweise? Ich hörte, Sie haben keine. Ja, es wäre sicherlich nicht einfach, es zu beweisen. Wenn wir keine Beweise haben, müssen wir uns auf die Aussage berufen. Ich befürchte, das ist in diesem Fall nicht möglich. Beide Beteiligten des Vorfalls sind verschieden. Die Toten können definitiv nicht mehr aussagen. Alles war von Anfang an vergeblich. Oh, jetzt kommt's. Sie hat einen Ass im Ärmel. 1-0 für Sie, Frau Sky. Natürlich. Da bleibt uns nur noch eine Möglichkeit offen. Gant? Du meinst, es gibt immer noch eine andere Möglichkeit? Was wollen Sie damit sagen, Herr Edgeworth? Zeugen aus. Ich meine die Möglichkeit, dass uns das Opfer eine Nachricht hinterlassen hat. Oh. Ob zum Guten oder Schlechten, Herr Marshall starb nicht augenblicklich. Er könnte den Namen der Person hinterlassen haben, die ihn getötet hat. Irgendwie. Das ist unmöglich. Nun, Herr Wright, das ist die einzige Möglichkeit, die Sie noch haben. Eine Nachricht des Verstorbenen. Die Vase vielleicht? Gibt es eine solche Nachricht? Ich muss mich an die Gerichtsakte erinnern. Der Name des wahren Mörders, den das Opfer vielleicht hinterlassen haben könnte, findet sich in den Beweisen. YOLO. Die Nachricht des Verstorbenen befindet sich bereits in unserem Besitz. Herr Wright! Schrecken Sie vor, nichts zurück, um zu beweisen, dass Emma eine Mörderin ist? Sie irren sich, Frau Sky. Unser Ziel ist es nicht, Emma eines Verbrechens zu beschuldigen. Wir sind nur auf der Suche nach der Wahrheit. Egal, wie schmerzhaft sie sein mag. Also, Herr Wright, zeigen Sie uns bitte den Beweis,
der eine Nachricht des Verstorbenen erhält. Die Vase? Warte mal kurz. Kannst du das drehen? Okay. Das ist der Handabdruck von Emma. Aber das ist nicht die Nachricht. Das hier vielleicht? Aha. Ich glaube, das ist die Vase, weil da wurde irgendwas versucht. YOLO, präsentieren. Das ist die Nachricht, die der Verstorbene hinterließ. Das ist der Blue Badger von vorher, richtig? Oh, wird er einfach den Namen des Mörders sagen? Wenn er könnte, würde er es mit Sicherheit tun. Sieht so aus, als hätten alle vergessen, dass es nur eine Vase gibt. Es wurde eine Nachricht hier auf der Oberfläche der Vase hinterlassen. Was meinen Sie damit? Wenn man genau hinsieht, kann man auf der Vase eine feine Blutspur erkennen. Als ob jemand das Blut weggewischt hätte. Ja, aber sehen Sie. Oh, vielleicht hat Neil Marshall die Nachricht aufgeschrieben. Und Gant hat es versteckt und die Beweise vernichtet oder manipuliert, damit es nicht auf ihn zurückgeführt werden konnte. Ah ja, aber sehen Sie. Aus irgendeinem Grund wurde das Blut nicht überall weggewischt. Ja, hier ist ein Strich aus Blut. Sie sagen also, diese Punkte waren einmal Striche? Genau. Staatsanwalt Marshall starb nicht augenblicklich. In seinen letzten kostbaren Augenblicken hinterließ er eine Nachricht. Eine, die wohl von jemandem weggewischt wurde. Da, wo die Striche hier ihre Richtung ändern, muss Blut in die Vase eingedrungen sein. Stimmt, genau. Wir brauchen nur noch die Punkte zu verbinden. Oh. Und die Nachricht des Opfers erscheint. Nein, 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 nein. Herr Wright, was für eine Nachricht hinterließ uns das Opfer? Euer Ehren? Ich denke, dass uns die Blutspuren die Antwort geben werden. Ich muss die Punkte zu Buchstaben verbinden. Das Opfer kann unter diesen Umständen nur eines geschrieben haben. Den Namen des Mörders. Fuck! Aber der Name ergibt Emma, wie ich gerade sehe. Der Name ergibt Emma. Scheiße. Uff. Uff. Es ist die Pflicht des Verteidigers, die Unschuld seines Mandanten zu beweisen. Deshalb habe ich nur daran gedacht, Lena zu retten. Nach all den Mühen hätte ich niemals geglaubt, dass es so enden könnte. Emma. Emma. Das ist also die letzte Nachricht, die Staatsanwalt Marshall hinterließ. Gerade sie. Sie hatte es sicherlich nicht gewollt. Aber letztendlich wurde das Opfer von Emma Sky umgebracht. Sehen Sie, Worthy? Ich habe Sie gewarnt. Ich bin noch mit dir unzufrieden. Polizeichef Gant. Verstehen Sie, was Sie da angerichtet haben? Was? Wovon reden Sie? Vor 2 Jahren wurde Joe Dark zum Tode verurteilt. Er wurde wegen seines letzten Mordes verurteilt. Ich glaube, Sie waren der Staatsanwalt in dem Fall. Stimmt das? Ja, Worthy. Wegen Ihnen wurde ein unschuldiger Mann zum Tode verurteilt. Nicht nur das. Sie setzen gefälschte Beweise ein, um ihn zu verurteilen. Einspruch? Nein, hat er nicht. Aber Joe Dark war wirklich ein Serienmörder. Das ist unbestreitbar. Ich befürchte, dass das völlig nebensächlich ist.
wissen Sie denn nicht? Wir sind keine Verfechter der Gerechtigkeit. Was? Wir sind nur die Hüter des Gesetzes. Einen Mann zum Tode zu verurteilen, ist keine geringe Sache. Auch wenn es ohne Vertuschung und Fälschung von Beweisen abläuft. Letztendlich übernimmt der verantwortliche Staatsanwalt die Verantwortung. Egal, was andere sagen, diese Tatsache kann nicht geleugnet werden. Oh mein Gott! Was geschieht in der Staatsanwaltschaft? Die haben vielleicht einen Unschuldigen zum Tode verurteilt. Wie kann er nur so dastehen, als ob er nicht daran schuld wäre? Ruhe, Ruhe! Ja, aber der Polizeichef hat auch Schuld. Ruhe, 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 Ruhe! Der hat auch Beweise gefälscht. Die Bemühungen des Richters stießen auf taube Ohren. Da er den Saal nicht beruhigen konnte, ordnete er eine Pause an. Wohin dieser Prozess führen wird, weiß niemand. Fuck. Fortsetzung folgt. Okay. Holy shit. Wir sind kurz davor, das Spiel zu beenden. Speichern und direkt weiter. Zack. Weiter. 25. Februar, 12.06 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Tut mir leid, Edgeworth. Ich wollte Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das ist mein Problem und nicht Ihres. Ich hoffe, ich störe nicht, Jungs. Oh, anscheinend doch. Ich komme später wieder. Oh, Inspektor Gamschuh, was gibt's? Sie haben vielleicht Nerven, Junge, einen Inspektor im Dienst so herumzuscheuchen. Und dann bestellen Sie mich auch noch her, was sind denn das für Grabesminen? Wahrscheinlich hat wieder Lena Sky was gemacht. Ich denke, es ist Lena, für die Sie Aufträge erledigen. Ich sag's Ihnen, das war das letzte Mal, Junge. Hier, Sie baten mich, Ihnen das zu geben, falls der Prozess heute unterbrochen wird. Beweisrecht? Edgeworth sprach erst neulich davon. Sie sollten die zwei Regeln des Beweisrechts kennen. Regel 1, kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden. Stimmt das, Herr Edgeworth? Sieht so aus. Wirklich, Sie hätten das Beweisrecht besser studieren sollen. Was die zweite Regel nochmal? Die Generalstaatsanwältin möchte, dass ich Ihnen eine Nachricht überbringe. Eine Nachricht? Sie sagte, wenn Sie es mit ihm aufnehmen wollen, brauchen Sie dieses Buch. Ihm? Ich glaube, ich sollte das Buch genau durchlesen. Beweisrecht sicher in der Tasche verstaut. Ich glaube allerdings nicht, dass Ihnen das Buch jetzt etwas nützen wird. Alles, was jetzt noch bleibt, ist die Verurteilung der Generalstaatsanwältin. Da liegen Sie aber falsch, Inspektor. Hä? Haben Sie es immer noch nicht verstanden? Warum ich immer noch im Stuhl des Staatsanwalts sitze? Trotz aller Anschuldigungen, die mir an den Kopf geworfen wurden? Herr Edgeworth. Der eigentliche Prozess hat noch gar nicht begonnen. Was? Aber was können wir noch tun? Ihre Glaubwürdigkeit ist dahin, wegen falscher Beweise, von denen Sie nichts wussten. Emma Sky fand heraus, dass sie unabsichtlich einen Mann getötet hatte. Und jetzt erzählen Sie mir, Sie wollen noch mehr? Sie wollen mich wohl veräppeln, Junge? Sie haben mich verstanden, Inspektor. Lena hat Inspektor Goodman nicht umgebracht. Sie hat nur ein Messer in die Leiche gestoßen. Das heißt, der wirkliche Mörder läuft noch rum. Was? Und wir werden ihn entlarven. Egal, was es kostet. Dieser Fall hat zu viele Menschen verletzt. Er muss beendet werden. Der Fall ist insane, Alter. Erstmal was trinken. 15. Februar, 12.52 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Das Gericht versammelt sich erneut zur Verhandlung des Falls Lena Sky. Herr Edgeworth. Ja, euer Ehren? Der Anhörungsausschuss wird eine Hartstrafe für ihr Vorgehen verhängen. Vielen Dank für diese Information, euer Ehren. Ja nun, normalerweise ruft die Anklage jetzt einen Zeugen auf. Aber, hust. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen. Sehen Sie, es wird angenommen, dass Herr Edgeworth vielleicht eine, Abmachung getroffen hat. Sie denken also, ich könnte die Zeugen beeinflusst haben? Das habe ich nicht gesagt, aber das denken Sie. Es ist nur, verstehen Sie, die Gerüchteküche brodelt und... Nun gut, euer Ehren. Ich habe eine Lösung. Ich soll aussuchen. Eine Lösung?
Wenn dem so ist, erteilt die Anklage der Verteidigung die Erlaubnis, weitere Zeugen aufzurufen. Jawohl, ich weiß schon, wen ich direkt rufen werde. Wie bitte? Aber das hat es ja noch nie gegeben. Es ist unbeschreibbar eine ungewöhnliche Regelung. Aber eine Sache ist eine sehr effektive. Das würde beweisen, dass ich keine Abmachung mit Zeugen getroffen habe. Nun, Herr Wright, was sagen Sie dazu? Unglaublich. Edgeworth hat einen Weg gefunden, den Prozess fortzusetzen. Sehr gut. Die Verteidigung nimmt das Angebot der Anklage an. Dann sei es so. Die Verteidigung möge nun den nächsten Zeugen aufrufen. Herr Wright, wissen Sie, dass das Ihre letzte Chance ist? Wenn Sie den falschen Zeugen aufrufen, ist der Prozess so gut wie vorbei. Die Verteidigung ruft: Gib mir Gant. Die Zeit ist reif für den wirklichen Mörder. Ja. Präsentieren. Damon Gant. Die Verteidigung ruft Damon Gant in den Zeugenstand. Damon Gant? Was hat er mit all dem zu tun? Als Partner der Angeklagten vor 2 Jahren weiß Herr Gant aus erster Hand über das Verbrechen Bescheid. Ich denke, wir sollten uns anhören, was er darüber zu sagen hat. Was für ein Glück, dass er noch im Gericht ist. Es ist außerdem sehr unwahrscheinlich, dass ich ihn manipuliert haben könnte. Stimmen Sie dem zu, euer Ehren? Das ist wahr. Nun gut, Gerichtsdiener, bringen Sie bitte Herr Gant in den Zeugenstand. Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Was soll das? Ist das ein Scherz? Ich wollte gerade essen gehen. Ihren Namen und Beruf, bitte. Worthy, Sie sind sicher, dass Sie das tun wollen? Ihren Namen und Beruf. Also, Sie wollen es auf die harte Tour, ja? Bitte, Gant. Gut. Mein Name ist Damon Gant. Ich bin der derzeitige Polizeichef. Gut, Polizeichef Gant. Das Gericht würde gerne Ihre Aussage hören. Oh, righto. Was soll dieses grimmige Gesicht? Lassen Sie uns erst den Fall SL9 aufklären. Oh, Sie meinen, als Lenas Schwester diesen Staatsanwalt umbrachte? Persönlich glaube ich, dass das doch schon alles klar ist. Es gibt immer noch einige Ungereimtheiten. Oh, welche zum Beispiel? Zum Beispiel die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Mein Sohn, entweder sind Sie sehr mutig oder sehr unklug. Ist Ihnen klar, dass ein Polizeichef alle möglichen Waffen zur Verfügung hat? Waffen? Sicher, meine Aussage zum Beispiel. Ich muss sie nicht machen, wenn ich nicht möchte. Was? Stimmt das? Ich befürchte ja. Der Polizeichef hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Natürlich ist so etwas mit gewissen Risiken verbunden. Keine Angst, ich bin nicht hier, um Ihren Prozess zu behindern. Aber vergessen Sie nicht, wenn sich das als eine große Zeitverschwendung rausstellt, ich habe Sie gewarnt. Nun gut, der Zeuge möge mit seiner Aussage beginnen. Wenn ich mich recht entsinne, verhörten Neil und ich ihn an jenem Tag. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machten einen Fehler, der Stromausfall half auch nicht. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lena vor. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Wie Sie sehen können, hatte ich mit dem Fälschen nichts zu tun. Oh, das glaube ich nicht. Du hast die... Ich greife nicht mal an. Ich weiß schon, was ich angreifen werde. War das, als Dark festgenommen wurde? Er lag am Boden, bewusstlos. Als sie von Emma geschubst wurde, musste Dark den Kopf angeschlagen haben. Ich verstehe. Das sieht alles ziemlich eindeutig aus. Wenn der Polizeichef das Recht hat, die Aussage zu verweigern, dann schlage ich besser schnell und hart zu. Ja, deswegen. Ich weiß schon direkt, was ich angreife. Nicht angreife, sondern anprangere. Nein. Wie Sie sehen können, hatte ich mit dem Fälschen nichts zu tun. Falsch. Direkt die Vase. Wo ist sie? Nimm das. Einspruch.
Sie behaupten also, Sie hätten mit der Fälschung nichts zu tun gehabt? Aber ich befürchte, dass sich Ihre Behauptung nicht halten lässt. Erklären Sie sich. Es wurden mehrere Beweismittel in Ihrem Büro gefunden. Nehmen Sie zum Beispiel diese Vase. Das ist der Blue Badger, den Sie uns vorher gezeigt haben. Ein Stück dieser Vase wurde in Ihrem Tresor entdeckt. Nicht nur das. Die Beweisliste, die ich zuvor vorlegte, wurde in Ihrem Schreibtisch gefunden. Wo wurde sie gefunden? Sehen Sie, Polizeichef Gant, diese Beweismittel, die in Ihrem Büro entdeckt wurden, sind beide eindeutige Beweise dafür, dass sie auch eine Rolle bei diesen illegalen Ermittlungen spielten. Oh, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Polizeichef Gant, was soll das heißen? Oh, ein Strafverteidiger, der es sogar mit Worthy aufnimmt. Geben Sie also zu, dass Sie mit der Fälschung zu tun hatten? Wer, ich? Oder meinen Sie etwa Sie? Ich? Warum sollte ich etwas damit zu tun gehabt haben? Nun, Sie waren der Einzige, der in meinem Büro herumschlich, als Sie die Beweise fanden. Staatsanwälte sind nicht die Einzigen, die Beweise fälschen können, wissen Sie? Strafverteidiger können das auch. Nicht wahr, Raito? Wie auch immer, Inspektor Gumshoe war bei der Ermittlung dabei. Worthy, mein Junge. Nicht einmal Inspektoren sind vom Recht befreit. Seien Sie versichert, Dick wird seine gerechte Strafe erhalten. Was? Wenn Gumshoes Gehalt noch weniger wird, muss er fürs Arbeiten noch zahlen. Ja, nun, da der Inspektor anwesend war, sagen Sie bitte zu den Beweismitteln aus, die in Ihrem Büro gefunden wurden. Und zu deren Zusammenhang mit der Beweisfälschung am Tatort. Oje, oje. Heutzutage wissen Kinder nicht mehr, wie man 2 und 2 zusammenzählt. Fuck, der ist gut. Beweis und Fälschung. Fuck. Oh, let's go. Lassen Sie mich sehen, was war es noch? Ein Stück Vase und eine Liste? Soweit ich weiß, hätten Sie diese Sache in mein Büro bringen können. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Wenn Sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Den Tatort zu verändern hätte mir überhaupt nicht geholfen. Fuck. Herr Wright? Die letzte Aussage macht mich stutzig. Ja, euer Ehren? Bei der Untersuchung des Tatorts. Hätten Sie sich besser an die Regeln halten sollen. Sie wissen doch, dass ich der Polizeichef bin, oder? Das wird ein Nachspiel haben. Oh. Ich werde wahrscheinlich sogar Anklage erheben, damit Sie daraus lernen. Ich bitte um Entschuldigung, aber könnten Sie damit bitte bis morgen warten? Heute ist, nun wissen Sie. Nun gut, Uji. Als Gegenleistung, aber... Ich weiß. Am gleichen Ort, ja? Hä? Sind das Telepathen oder wie? Okay, ich greife erstmal alles an, aber... Die letzte Aussage macht mich stutzig. Soweit ich weiß, hätten Sie die Sache mal probieren können. Wieso sollten wir das? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese lächerliche Entschuldigung lassen würden. Ja, Sie haben recht. Sie hätten nicht den Mut, so etwas zu tun. Was? Neulich, wissen Sie, brach ich bei einer Ranch ein und stürzte. Herr Wright, was erzählen Sie da? Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass Sie die Beweise nicht hineingebracht haben, oder? Wenn Sie das Gegenteil beweisen können, werden Sie es später brauchen. Fuck. Ich habe nur Zeugenaussagen. Später, wovon reden Sie? Wovon ich rede? Ich rede davon, wenn Ihre Fingerabdrücke gefunden werden. Ja, wenn sie in meinem Tresor gefunden werden, war Ihre Ermittlung illegal. Ich habe noch nie einen so schleimigen Typen erlebt. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Was wollen Sie damit sagen? Alles rein hypothetisch natürlich. Aber nehmen Sie an, ich hätte die Sachen in meinem Tresor getan. So etwas würde nicht zwingend eine Fälschung bedeuten. Wenn das Verstecken von Beweisen vom Tatort nicht Fälschung bedeutet... Ich bin noch nicht fertig, Herr Wright. Es hängt alles davon ab, wann die Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, warum sind sie wertlos? Verstehe ich nicht. Wollen Sie damit sagen, dass sie dieses Stück der Vase bei der ersten Ermittlung nicht gefunden wurde? Anscheinend nicht. Es stand zumindest nicht auf der Beweisliste. Möglicherweise wurde es am Tag nach Darks Verurteilung gefunden.
Oh, wäre das nicht praktisch? Right. Der Polizeichef spricht von einer Möglichkeit, solange sie es nicht ausschließen können. Sind ihre Bemerkungen, egal wie clever sie sind, reine Zeitverschwendung. Sagen Sie mir etwas, das ich nicht weiß. Kommen Sie, Herr Wright. Denken Sie darüber nach. Warte mal kurz. Prüfen. Regeln für die Beweisführung. Regel 1. Es darf kein Beweismaterial vorgelegt werden, das nicht von der Polizei genehmigt wurde. Regel Nummer 2. Nicht registrierte Beweismaterial müssen für die Verhandlung relevant sein. Die zweite Regel ist gut. Muss relevant sein. Kann ich ja gleich drauf angreifen. Habe ich noch etwas? Keine Ahnung, was das sein soll. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Doch. Beförderung. Wie können Sie mir ins Auge blicken und so etwas sagen? Weil ich unschuldig bin. Erinnern Sie sich? Weil er Neil ermordet hat? Wer hat Neil ermordet? Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Wort Mord hier gefällt. Aber letztendlich ist die für Herr Marshall bedauerliche todverantwortliche Person Emma Sky. Nun, sehen Sie es jetzt? Der Tatort zu verändern hätte mir überhaupt nicht geholfen. Doch. Wirklich, Polizeichef Gant. Zumindest haben Sie einen sehr großen Vorteil daraus gezogen. Ja, du wurdest befördert. Oh, das war mir nicht bewusst. Was ist also dieser Vorteil? Das ist natürlich Ihr Posten, Polizeichef. Die Lösung des Falls SL9 garantierte Ihre Beförderung zum Polizeichef. Das ist an sich schon ein ausreichendes Motiv. Das war gut. Hä? Glauben Sie wirklich, ich sei so inkompetent? Was wollen Sie damit sagen? Sogar ohne diesen Vorfall hätte ich die besten Aussichten, der nächste Polizeichef zu werden. Die Lösung des Falls SL9 beschleunigte das unvermeidbar ein wenig. Stimmt das, Edgeworth? Ja. Er sollte sowieso zum Polizeichef ernannt werden. Fuck. Seien Sie vorsichtig, auf wen Sie mit dem Finger zeigen, oder er zeigt bald auf Sie. Das heißt also, dass es nur ein mögliches Motiv für Sie gab, Fälschung zu betreiben. Wenn Sie es nicht für sich taten, haben Sie es für jemand anderen getan. Vielleicht für Lena Sky. Seien Sie nicht albern, Worthy. Sie kennen mich besser. Es gibt nur 3 Personen, die mir etwas bedeuten. Ich und nochmal ich. Nun, jetzt wissen es alle. Uche, dürfte ich meine Aussage ein wenig verändern? Aber natürlich, tun Sie das. Ich bin kein Komplize, wenn für mich nicht irgendetwas dabei herausspringt. Wenn wir vermuten, dass er der Mörder ist. Dann. Weil Lena hat sie zugegeben, dass sie nur auf eine Leiche eingestochen hat und sie den Befehl erhalten hat, von ihm höchstwahrscheinlich, die Leiche zu verstecken. Wenn er sie ermordet hat. Ich bin kein Komplize, wenn für mich nicht irgendetwas dabei rausspringt. Wahrscheinlich hat er einen Deal Lena erpresst. Bring diese Leiche weg, verschweige es. Und ich befördere dich zur Generalstaatsanwältin und du verrätst nichts davon, damit ich garantiert noch Polizeichef werde. Das ist meine Vermutung. Für sie sprang nichts heraus? Entschuldigung, aber die einzige Person, die mir was bedeutet, bin ich. Wahrscheinlich hat er Angst vor Goodman. Das Mädchen, Lenas kleine Schwester, richtig? Wenn Sie denken, ich hätte Mitleid mit ihr, irren Sie sich. Sie haben recht. Sie haben kein Mitleid. Hart gegen Verbrechen und hart mit Leuten, so wurde ich erzogen. Bei sich selbst nehmen Sie es wohl nicht so genau. Der war gut, Worthy. Hätte für ihn was rausspringen können? Hätte er trotz seiner Selbstsucht jemandem geholfen? Ja, Lena. Ehrlich, Lena. Komplize nennen. Es ist wahr, sie würden keinen Menschen um ihr seinen Willen helfen. Aber wenn sie davon profitieren könnten?
Stimmt. Nicht nur, dass er garantiert befördert wird und sie das schweigt. Man hat als Polizeichef auch sozusagen, haben wir doch gehört, die Generalstaatsanwälte in der Hand. Du kontrollierst sie damit und kannst alles beeinflussen. Würden sie vielleicht jemandem helfen? Herr Wright, offensichtlich wollen Sie sagen, dass der Polizeichef ein netter Mann ist, der den Leuten hilft? Das meinte ich eigentlich nicht. Nun gut, ich frage Sie, wem würde Polizeichef Gant Ihrer Meinung nach beim Fälschen von Beweisen helfen? 100% Elena Sky. Nimm das! Generalstaatsanwältin Elena Sky? Die Angeklagte? Ich denke, in Anbetracht der Tatsachen ist das ziemlich offensichtlich. Emma Sky wurde Opfer einer Reihe unglücklicher Zufälle. Wer außer ihrer Schwester Lena hätte ihr helfen wollen? Und Polizeichef Gant hätte auch einen Grund gehabt, Lena zu helfen, wenn sie ihn darum bat. Der Grund ist natürlich Eigengewinn. Eigengewinn? Was meinen Sie damit? Nachdem der Fall SL9 gelöst war, wurde Lena Sky Generalstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft. Die Person, die diesen Stellenwechsel arrangierte, waren Sie, Polizeichef Gant. Aber wie würde er von all dem profitieren? Er hätte die Generalstaatsanwältin wie eine Puppe in der Hand. Genau. Dadurch hätte er uneingeschränkte Befugnisse bei allen Ermittlungen. Genau. Wollen Sie damit sagen, dass der Polizeichef trotz seiner eindrucksvollen Erscheinung mit Puppen spielt? Junge. Oh, warten Sie. Sie meinen wohl Puppe im Sinne von über jemanden bestimmen. Schon gut. Geben Sie zu, Polizeichef. Sie halfen Lena Sky dabei, Beweise zu fälschen. Ihr Motiv, Lenas Ernennung zur Generalstaatsanwältin, sodass Sie sie kontrollieren konnten. Righto, mein Junge. Sie haben eine blühende Fantasie. Ich möchte Sie gerne was fragen. Was? Können Sie das beweisen, dass ich Lenas kontrollierte? Sagt Lena beispielsweise, ich hätte so etwas getan? Lena? Sagt nichts, um Emma zu beschützen. Sie würde niemals gegen Gant aussagen. Ich habe nichts in der Hand leider gerade. Ich würde aber gerne... Fuck, können wir nochmal Lena gleich reinrufen? Ich habe keine Ahnung. Ich befürchte, ohne Beweise sind alles nur Mutmaßungen. Außer, es war auch in diesem Vorfall so. Dieser Vorfall? Welchen meinen Sie, der jetzige Mord an Goodman? Ich meine natürlich den Mord an Inspektor Bruce Goodman. Die Generalstaatsanwältin hat sich während des ganzen Prozesses seltsam verhalten. Fast als ob sie jemand kontrolliert hätte. Worthy, passen Sie lieber auf, was Sie sagen. Ich möchte nicht, dass Ihnen etwas zustößt. Das ist eine Drohung. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, euer Ehren, dass Polizeichef Gant in den Mord an Inspektor Goodman verwickelt ist. Nicht nur das. Der Polizeichef hängt Lena den Mord an, um seine eigene Beteiligung zu vertuschen. Was? Oh mein Gott. Wieder Vollgas. Ruhe! Ich sagte Ruhe! Herr Wright, Sie meinen das nicht im Ernst. Doch. Hä? Das ist eine Beleidigung des ranghöchsten Beamten der hiesigen Polizeibehörde. Oh doch, ich meine sowas von ernst. YOLO. Den Polizeichef der Erpressung und des Mordes zu beschuldigen? Das ist unmöglich. Euer Ehren, ich habe nur wiederholt, was Herr Edgehoff sagte in einfacheren Worten. Zu spät, Herr Wright. Für uns gibt es jetzt kein Zurück mehr. Man könnte meinen, er hätte entschieden, der Sache auf den Grund zu gehen. Können Sie das beweisen, Herr Wright? Fuck, dass der Polizeichef ein ranghoher Polizeibeamter in den Mord verwickelt ist? Gute Frage. Ich gehe mal alles durch. Wo war der Anfang? Habe ich irgendwo noch den Anfang? Warte. Ah, egal. Hier muss der ganze Anfang sein. Genau.
Ausweis. Keine Ahnung. Weiter. Drehen. Keine Ahnung. Nix. Messer. Die Mordwaffe. Das ist ja Edgeworths. Keine Abdrücke. Parkschein. Das wurde irgendwie nie benutzt, ne? Blue Badger. Irrelevant. Goodman Autopsy. Ein Messerstich. Wo starb zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr. Das ist das Ding. Er hätte doch vorher sterben können. Das schließt nicht aus, dass vorher er ermordet wurde. Blutverlust durch Brustverletzung. Wunde wurde durch 12 cm langes Messer verursacht. Es gibt eine einzelne Stichwunde. Ja, das bringt gerade nichts. SL9. Notiz des Opfers aus dem Kofferraum. Oder, oh, was wenn Goodman kurz davor war, das Rätsel aufzudecken, dass Gant in der Sache verwickelt war mit SL9. Deswegen hat er auch vielleicht die Notiz gehabt. Aber das ist kein Beweis, das ist einfach nur das Wort Schalldämpfer. Ja, die Tiefgarage. Nee. Weißer Lack schon mit Blutspumpung. Nee. Am Tatort gefunden in den Schall der Angeklagten gewickelt. Das Schild. Nee. Ausweisverzeichnis. 777. Obwohl. Das könnte unser Beweis sein. Das ist sein Ausweis. Ja, doch. Ich probiere das mal. Gute Frage. Trotz seines Ranges oder Titels ist Polizeichef gern auch nur ein Mensch. Die Frage ist nur, ist er ein Verbrecher? Ich denke, das zeigen uns die Beweise. Ich verstehe. Also nun gut. Fuck. Zeigen Sie den Beweis, der Polizeichef Gant mit dem Mord an Goodman verbindet. Denken Sie daran, es sollte besser gut sein. Es kann doch nur. Es kann doch nur das hier sein. Das gehört einem ranghohen Typen. Let's go. Nimm das. Die Musik geht noch weiter. Scheiße. Das ist das Ausweisverzeichnis. Ich glaube, das ist das Falsche. Ja, darin steht, wer am Mordtag den Beweisraum betrat. Aber er redet weiter. Es gab gestern eine Nummer, die wir niemandem zuordnen konnten. 777777. Tut mir leid, aber Sie können nicht beweisen, dass es meine Nummer ist. Es ist Ihre Nummer. Oh. Was? Woher wollen Sie das wissen? Der Tresor im Polizeichef Gans Büro lässt sich nur mit einer Kombination öffnen. Oh, stimmt! Einer siebenstelligen Kombination. Sieben Zahlen, Sie meinen doch nicht. Ich befürchte schon, euer Ehren. Die Kombination ist 777777. Die gleiche wie die übrige Ausweisnummer im Verzeichnis. Polizeichef Gant. Sie haben den Beweisraum am Tag des Mordes betreten. Oh Gott, wir haben ihn. Er ist wütend. Ruhe. Polizeichef Gant, was wollen Sie darauf antworten? Nichts. Die Durchsuchung meines Büros bedeutet eine Verletzung der Regeln. Welche Regeln? Nein. Und ich verlange, dass Herr Wright aufs Höchste bestraft wird. What the fuck? Aber im jetzigen Augenblick verlangt das Gericht eine Erklärung von Ihnen. Nein. Zum Einsatz dieses Ausweises. Naja. Wir haben keine Regel gebrochen. Polizeichef Gant, Sie geben es also zu? Sie betraten den Beweisraum? Am Tag des Verbrechens? Na und? Ich bin der Polizeichef. Ob Beweisraum oder Toilette. Welcher Unterschied macht es? Ich kann überall hingehen, wo ich möchte. Sagen Sie mir. Als Sie den Raum betraten, waren Sie da allein? Ich gehe immer allein zur Toilette, so ist es auch mit dem Beweisraum. Inspektor Goodman hat Sie an jenem Tag nicht zufällig begleitet, oder? Nein, natürlich nicht. Warum sollte er? Ich hatte ihn tagelang nicht gesehen, das ist eine Lüge. Sie hatten ihn tagelang nicht gesehen. Polizeichef Gant, der hat einen Verlustbericht gemacht. Ich befürchte, Sie haben sich gerade selbst verraten. An dem Tag müssen Sie sich mit Goodman getroffen haben. Was wollen Sie damit sagen? Dieser Prozess soll Lena Skies Schuld beweisen. Das stimmt nicht, euer Ehren. Wir wollen die Wahrheit herausfinden. Dieser Prozess soll die Wahrheit an sich bringen, genau. Wenn Polizeichef Gant an jenem Tag das Opfer traf, dann müssen wir eines herausfinden. Was geschah während des Treffens?
In diesem Fall, Herr Wright, muss ich Sie um Beweise bitten. Beweisen Sie, dass das Opfer sich am Tag des Mords mit Polizeichef Gant traf. Gant? Warte, lass mich mal kurz nochmal... Oh fuck, nee, wo ist die Liste? Er war ja auch drauf. Nevermind, fuck. An dem Tag war doch der Beweisaustausch. Beweis aus früherem Fall Edgeworths auf Antrags ganz wieder ins Büro gebracht. Aber nee, das wurde aber nicht von Goodman gebracht, oder? Scheiße. Aber ja, das halbfertige Dokument. Das hier. Am 21.02. Let's go, er war da. Nimm los! Inspektor Goodman hat seine Ausweiskarte am Tag des Verbrechens verloren. Oder genauer gesagt, Jake Marshall hat sie geklaut. Also führt er einen Verlustbericht aus. Er hätte diesen Bericht dem Polizeichef vorlegen müssen, aber er hat es nicht ausgefüllt, weil er ihn getroffen hat. Dennoch sind sie im Besitz des Berichts. Das heißt also, sie wissen nicht sicher, ob er ihn vorlegte. Wusste er nicht. Er legte ihn vor. Sie fragen sich wohl, woher ich das weiß? Weil er den Beweisraum an jedem Tag betreten musste. Er musste es? Ja, um die Beweise zu überführen. Oder so, okay. Oh, Sie, Polizeichef Gant, händigten Inspektor Goodman das Formular aus. Dann begleiten Sie den Inspektor in den Beweisraum. Ich begleitete ihn. Nur so konnte Herr Goodman und sein Mörder den Raum betreten haben. Lassen Sie mich raten, was Sie als nächstes sagen werden. Ich, der Polizeichef, ermordete den armen Goodman. Genau. Aber Moment mal. Der Polizeichef hätte ihn nicht zwingend zum Beweisraum begleiten müssen. Er hätte ihn einfach seine Ausweiskarte leihen können. Ja. Jetzt, da Sie es erwähnen, habe ich, glaube ich, so was getan. Einspruch. Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Dem Verzeichnis nach wurde Ihre Karte nur einmal benutzt. Aber Sie zeigten uns Ihre Ausweiskarte vorhin schon. Wenn Sie Inspektor Goodman wirklich geliehen hätten, wäre sie bei der Leiche gefunden worden. Nein! Oh, der rastet aus. Polizeichef Gant! Sie haben doch nicht... Der Mord wurde wahrscheinlich Hals über Kopf verübt. Keiner, der klar denken kann, würde einen Mord im Polizeirevier begehen. Nach dem Mord kontaktierten sie Lena Sky in der Staatsanwaltschaft. Warum? Um Inspektor Goodmans Leiche zu beseitigen. Aber warum hat er ihn ermordet? Die Leiche des Opfers wurde in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft gefunden. Wie hat er sie dorthin gebracht? Ich war den ganzen Tag im Polizeirevier, wissen Sie? Und alle wussten, dass Lena nach der Zeremonie in der Staatsanwaltschaft blieb. Alle außer mir, so scheint es. Aber Sie sind der Polizeichef. Das ganze Polizeirevier steht Ihnen zur Verfügung. Oh, Sie denken, ich sagte einfach einem Wachmeister, dass er es tun sollte? Hey, Sie, bringen Sie die Leiche zur Staatsanwaltschaft rüber. Ich glaube nicht. Polizeichef Gern, Sie hinterließen alle Beweise, die wir brauchen, um zu beweisen, wie Sie die Leiche zur Staatsanwaltschaft brachten. Und die ganze Zeit dachte ich, es sei ein unnötiger Hinweis, der Platz braucht. Okay, jetzt bin ich überfragt. Wie hat der Polizeichef die Leiche transportiert? Herr Wright, zeigen Sie uns den Beweis. Um die Leiche des Opfers zu transportieren? Aufzug. Mütze Polizeichef Gant das hier. Was? Wachraum, Telefon. Mir fällt nur der Aufzug ein. Ich bin gerade überfragt. Fuck, ich gehe mal alles durch. Der Mantel? Das ist Goodmans Mantel. Der Schraubenzieher? Ich weiß nicht mehr, wie... Gibt es da einen Schacht oder sowas ähnliches? Ich habe keine Ahnung.
Ich guck, gibt's da noch das Video? Gib mal her. Gibt's da einen Schacht oder so ähnlich? Aber ein so unnötiger Beweis, den gerade Phoenix ausgesprochen hat, kann nur bedeuten, dass es nichts mit dem Fall zu tun hatte bis jetzt. Oh, ich bin gerade überfragt. Weiß aus früherem Fall Edgeworth auf Antragsgar. Das kann nicht sein. Lass mal kurz gucken. Auf dem Etikett steht AI16. Das heißt, er hat mit dem aktuellen Fall nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt keinen Guide öffnen. Aber... Fuck. Ich bin gerade echt überfragt. Aber wenn es da einen Schacht gibt... Ich guck mal nach, oder? Hier haben wir keine Karre. Wir haben hier nichts. Wenn es da einen Schacht gibt oder so ähnlich. Ich habe jetzt keinen Schacht gesehen. Ich kann es höchstens raten. Vielleicht durch einen Schacht. Nimm das. Damit hat er Inspektor Goodmans Leiche transportiert. Was ist das? Ein Schraubenzieher? Schacht, den er geöffnet hat oder so? Aber was hat der mit diesem Fall zu tun? Herr Edgeworth, erinnern Sie sich an den Tag des Mordes? Oh, warte mal. Oh, jetzt verstehe ich, was der, glaube ich, meint. Aber wie? Das erklärt nicht noch wie. Wahrscheinlich als Beweise geschickt werden sollten. Ich glaube, das wurde ja an Herr Edgeworth geschickt. Und vielleicht wurde die Leiche transportiert, Beweise auch transportiert wurden. Herr Edgeworth, erinnern Sie sich an den Tag des Mordes? Warum befindet sich der Schraubenzieher hier? Er ist hier, weil... Ah! Ich wurde gebeten, dorthin zu gehen. Von niemand geringer als Polizeichef Gant. Er sagte mir, ich solle ihn in der Staatsanwaltschaft aufbewahren. Hä? Ich habe das Richtige gewählt, aber ich habe keine Ahnung, warum. Jedenfalls brachte ich ihn am Tag der Ermordung zur Staatsanwaltschaft zurück. Okay. Nach dem Ende der Zeremonie an jedem Tag wollte ich eigentlich nicht zur Staatsanwaltschaft zurück. Aber sie taten es, weil Polizeichef Gant sie darum bat. Wollen Sie etwas sagen? Ich. Die Leiche wurde im Kofferraum von Edgeworths Wagen gefunden. Oh nee, ich verstehe jetzt, was der gemeint ist. Wahrscheinlich wurde er nur gelockt, damit die Leiche in seinen Kofferraum gepackt werden kann. Und mit dem Schraubenzieher wurde dann wahrscheinlich der Kofferraum geöffnet oder so? I don't know. Ich denke, es ist offensichtlich, was geschah. Die Leiche wurde in dem Auto transportiert. Ach so, oh. Ach schlimm, das Polizeirevier ist ja komplett woanders. Never mind. Stimmt, aber... Oh Moment, was? Oh nee, das heißt... Heißt das, dass Edgeworth unbewusst die Leiche schon transportiert hat? Edgeworth hat die Leiche anscheinend unbewusst transportiert. Inspektor Goodmans Leiche war schon vorher drin. Wurde im Kofferraum von Edgeworths Waren transportiert. Ja. Außer Sie haben eine andere Erklärung, Herr Polizeichef. Weshalb sollte Edgeworth sonst den Beweis eines erledigten Falls transportieren? Es gibt nur eine plausible Erklärung dafür. Um die Leiche zu ihrer Komplizin zu bringen, zu Frau Lena Sky. Okay. Ruhe! Was geht hier vor? Lassen Sie sich
lassen sich die unerhörten Vorwürfe der Verteidigung nicht widerlegen? Erinnern Sie sich nur an das Foto, das Forster in der Staatsanwaltschaft machte. Sie öffnete da den Kofferraum. Dieses Foto zeigt nicht, wie die Leiche in dem Kofferraum zum Abtransport gelegt wurde, sondern der wurde geöffnet. Es war genau andersherum. Das Foto zeigt, wie die Leiche aus dem Kofferraum geholt wurde. Der Polizeichef Garnt, bitte sagen Sie etwas. Ich glaube, Ihre Zeit ist um. Meine Zeit ist um? Tut mir leid, Raito, dass Uche und ich gehen, Uche und ich gehen gleich zusammen essen. Wir müssen schnell machen, wenn wir noch rechtzeitig zum Frühspezial sein wollen. Einspruch. Aber das Kreuzfeuer ist noch nicht beendet. Erinnern Sie sich noch, was ich Ihnen vorher sagte? Ein Polizeichef hat alle möglichen Waffen zur Verfügung. Waffen? Wieder das Recht, die Aussage zu verweigern. Ich werde mich darauf beruhen. Was? Das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruft. Es müssen einige Risiken bedacht werden. Sie werden also einfach weglaufen nach allem? Weglaufen? Bringen Sie mich nicht zum Lachen, Worthy. Ich habe den alten Goodman erstochen. Das ist das, was Sie sagen, richtig? Wenn Sie zwingende Beweise hätten, hätten Sie schon vorgelegt. Nun, ich... Sie denken also, ich hätte Lena befohlen, die Leiche zu entsorgen? Wenn das so ist, dann zeigen Sie mir den Beweis und wir bringen es zu Ende. Ich sage es nur auch einmal, Herr Ryan. Damon Gunn ist der derzeitige Polizeichef. Fuck, dieses Gericht duldet keine Anschuldigung gegen ihn ohne Beweise. Nun, Herr Wright, haben Sie konkrete Beweise, dass Polizeichef Gant Goodman tötete und Frau Sky zwang, die Leiche zu entsorgen? Habe ich konkrete Beweise? Beweispräsent... Fuck! Ich habe keinen Beweis, oder? Beweise präsentieren. Ich darf ihn nicht einfach so davonkommen lassen. Ich muss den Druck aufrechterhalten. Ja, euer Ehren. Ich habe einen Beweis. Dann beeilen Sie sich und präsentieren Sie ihn. Aber vergessen Sie nicht, dass er zweifelsfrei beweisen muss, dass Polizeichef-Inspektor Goodman umbrachte. Autopsiebericht, würde ich eher sagen. Nicht Neil, sondern der andere. Präsentieren. Also, was genau ist dieser Beweismittel eigentlich? Ein Beweis, um die Schuld des Polizeichefs zu beweisen, die sie... Sie dürfen dann Richter spielen. Aber ich bin der Richter. Oh, richtig. Nun, was denken Sie, euer Ehren? Ich denke, Herr Wright, dass ich zu spät zum Essen komme. Oh, fuck. Ich glaube, das war nicht ausreichend. Bitte, euer Ehren, geben Sie mir ein wenig mehr Zeit zum Nachdenken. Ich sage es noch einmal, Herr Wright. Damon Gunn ist der derzeitige Polizeichef. Dieses Gericht duldet keine Anschuldigung gegen ihn ohne Beweise. Fuck, ich brauche Beweise dann, ne? Nun, Herr Wright, euer Ehren, haben Sie konkrete Beweise, dass Polizeichef Gant Goodman tötete und Frau Sky zwang, die Leiche zu entsorgen? Wir können halt nur auf uns auf Lena Sky berufen. Haben ich konkrete Beweise? Wenn wir nochmal mit dieser Auswahlprompt präsentiert werden, heißt es, dass wir vielleicht noch keine Beweise haben, ne? Ich glaube, das ist Absicht gemacht vom Spiel. Ich habe noch keine Beweise. Es bringt nichts, Beweise vorzulegen, von denen man selbst nicht überzeugt ist. Nein, euer Ehren, im Augenblick habe ich keine handfesten Beweise. Sehen Sie, Uche? In diesem Fall, das Gericht muss Sie für die Anschuldigung gegen den Polizeichef bestrafen. Fuck! Was? Ich pokere nur, wenn viel auf dem Spiel steht. Okay, wir hätten doch einen Beweis gehabt. Fuck, offensichtlich war Fortuna heute mal wieder auf meiner Seite. Okay, Uche, ich überlasse den Rest Ihnen. Nein, wir müssen Lena Sky rufen. Fuck. Ich habe Sie vorher schon gewarnt, Herr Wright. Das ist die Beleidigung eines ranghohen Beamten unserer nationalen Behörde. Was? Oh, nice. Miles, Fortuna, Vielleicht sollten wir ein Wörtchen mit ihr reden. Herr Atreff, was meinen Sie? Es gibt eine Dame, die ganze Wahrheit hinter diesem Prozess kennt. Wir hatten noch nicht die Ehre, ihre Aussage zu hören. Eine Dame, die Wahrheit kennt? Eine weitere Zeuge? Ja, Lena! Bei Mangel an konkreten Beweisen bleibt nur noch die Zeugenaussage.
Aber Polizeichef Gerd hat sich auf sein Recht berufen, die Aussage zu verweigern. Es gibt noch jemanden anderen, einen weiteren Zeugen, der alle Fragen beantworten kann, die sich im Prozess ergeben hat, die sich im Prozess ergeben haben. Jemand, der sich in diesem Raum befindet. Hedgeworth, wer ist diese Person? Lena. Warum fragen Sie mich, euer Ehren? Haben Sie es vergessen? Die Verteidigung allein, ruft heute die Zeugen auf. Gib mir Lena. Herr Wright, gibt es einen solchen Zeugen? Es kann sein, dass sie die Wahrheit nicht sagen will. Aber es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ja, euer Ehren. Die Verteidigung ruft auf. Lena Sky, let's go. Nimm das! Die Angeklagte. Frau Lena Sky? Sie befand sich am 21. Februar um 17.15 Uhr in der Tiefgarage. Ihre Aufgabe, die Leiche des Opfers zu entsorgen. Nach Anweisung einer gewissen Person. Herr Edgeworth? Die Anklage hat keine Einwände, euer Ehren. Nun gut, das Gericht wird für heute eine letzte Pause machen. Wir setzen die Verhandlung in 15 Minuten für die Aussagen der Angeklagten fort. Das Gericht ist für einen Moment. Hä? Polizeichef Gant, ich dachte, Sie wollten essen gehen. Hören Sie gut zu, Lena. Er spricht mit Lena. Ich muss es Ihnen wohl nicht sagen, aber wenn Sie Wrights Forderung annehmen, wird Ihre Schwester bestraft. Wird das schreckliche Folgen haben. Ganz genau. Ihre Schwester wird für schuldig befunden werden. Für den Mord an Neil Marshall. Ah, das ist nicht gut. Natürlich werden Sie solche unerhörten Anschuldigungen nicht unterstützen, richtig? Nur etwas, woran Sie denken sollten. Also gut. Ich habe eine Verabredung zum Mittagessen. Fuck, ich muss pissen. Okay, wenn es keine weitere Anwendung gibt, ist das Gericht jetzt vertagt. Nochmal vertagt? Fuck. 25. Februar, 14.04 Uhr, Bezirksgericht, Anklagenzimmer Nummer 2. Wie es aussieht, sind wir noch mit von der Partie. Ja, dank Ihrer Hilfe, Edgeworth. Dieser Polizeichef, er ist ein anderes Kaliber, nicht wahr, Junge? Inspektor Gumshoe. Hä? Ha, ich bin nicht mehr Inspektor. Oh, stimmt, tut mir leid. Ach, machen Sie sich keine Sorgen, ich weiß schon, wo ich jetzt arbeiten werde. In Ihrem Büro. Mein Büro? Natürlich. Ich übernehme den Part des zugeknöpften Mädchens, das mit Ihnen zusammengearbeitet hat. Meint er etwa... Maya? Trotzdem, es sieht so aus, als ob wir Schachmatt wären. Polizeichef Gant hat es wieder mal geschafft. Wie behält er nur immer die Oberhand? Es ist nicht schwer, dass er das Recht hat, die Aussage zu verweigern. Ja. Beruhigen Sie sich, Wright. Erinnern Sie sich, was der Richter sagte? Polizeichef, das ist kein Recht, auf das man sich beiläufig beruht. Es müssen einige Risiken bedacht werden. Risiken? Was meinte er damit? Ganz einfach. Verweigert der Polizeichef die Aussage, tritt auch das Gegenteil ein. Das bedeutet, er verliert also da auch das Recht, etwas zu sagen. Emma, geht's dir gut? Ja, als ich wieder zu mir kam, war ich im Krankenzimmer. Ich habe die Verhandlung von der Empore aus verfolgt, also hat sie alles mitbekommen. Emma, tut mir leid, was ich vorher gesagt habe. Nein, das macht nichts. Es war die Wahrheit. Es ist komisch, wissen Sie? Ich bin fast ein bisschen erleichtert. Erleichtert? Ja, jetzt weiß ich endlich, was wirklich passiert ist. Wenn ich daran denke, dass meine Schwester die ganze Zeit von diesem schrecklichen Mann erpresst wurde. Und sie machte das alles, um mich zu beschützen. Ernennung zur Generalstaatsanwältin, sagten alle, die sie kannten, sie hätte sich verändert. Vielleicht war es so leichter für sie. Was meinen Sie damit? Was glauben Sie wohl, die Anweisungen von Polizeichef Gant befolgen? Sie muss sich tief in ihr Inneres zurückgezogen haben und hat sich gezwungen, alles zu tun, was der Polizeichef von ihr verlangte. Deshalb ist sie so kalt geworden. Es war alles mein Fehler. Alles nur, weil ich Herr Marshall tötete. Hey, mach dir jetzt bloß keine Vorwürfe, wenn du jemanden etwas vorwerfen möchtest. Dann der Gesellschaft, Kleine.
Polizeichef Gant mag alle mit seiner Fälschung hereinlegen. Aber nicht meine Erinnerung. Ich weiß es wieder. Ich stieß Herr Marshall in die Rüstung. Ich verstehe. Nun, wir gehen jetzt lieber wieder rein. Es ist Zeit für den Schlussakt. Emma, warte doch. Nein, ich gehe mit Ihnen. Hä? Ich möchte dabei sein, wenn Lena die Wahrheit erzählt. Gehen wir, Wright. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Fortsetzung folgt? Ja, ich muss pissen. Das muss doch das Ende sein, Alter. Drei Pausen. So, der Prozess 2. So, bin gleich wieder da.